Heute melde ich mich vom Roten Platz in Moskau etwas weiter entfernt als üblich. Man sieht im Hintergrund Zelte, dort findet eine Buchausstellung statt. Und großes Thema natürlich in den russischen Medien diese Woche war die Schließung von 4 der 5 russischen Generalkonsulate in Deutschland. Diese Schließung wurde von Bundesaußenministerin Baerbock zwangsverfügt und muss bis zum 31. Dezember diesen Jahres vollzogen sein. In einer ersten Stellungnahme hat das russische Außenministerium das dahingehend bezeichnet, das sei ein weiterer unfreundlicher Schritt von der deutschen Seite, die deutsch-russischen Beziehungen weiter zu zerstören, die in den letzten Jahrzehnten doch sehr gut gewesen sei. Und das Außenministerium stellt auch fest, dass die Eskalationsspirale der Ausweisungen von Diplomaten von Deutschland begonnen worden ist, weil kurz nach Kriegsbeginn Deutschland begonnen hatte, massenweise russische Diplomaten des deutschen Landes zu verweisen. Und erst daraufhin, als Reaktion, hat dann das russische Außenministerium nicht nur deutsche Diplomaten, sondern auch Lehrer der deutschen Schule und Lehrer des Goethe-Institutes aus Russland ausgewiesen. Also in dieser Stellungnahme sieht man eben den Zusammenhang, wer mit der Eskalationsspirale begonnen hat. Und deswegen gibt es uns ja auch hier bei Kompakt TV, dass wir die gesamten Zusammenhänge darstellen, weil das in der normalen westlichen Rundfunk- und Medienlandschaft leider fehlt. Interessanterweise hat in dieser ersten Stellungnahme das russische Außenministerium noch eine weitere Stellungnahme angekündigt. Und ich gehe davon aus, dass diese von Maria Sacharowa erfolgen wird, der sehr scharfzüngigen Sprecherin des russischen Außenministeriums. Ich habe ihren Telegram-Kanal abonniert, aber bisher ist dort noch nichts zu finden. Ein weiteres Thema war das NATO-Gipfeltreffen in Moldawien, das aber sehr kurz abgehandelt wurde, weil die russische Seite ziemlich trocken feststellt, dass die Ukraine ohnehin keine Chance hat, während des laufenden Krieges in die NATO zu kommen. Und wenn dann der Krieg aus russischer Erwartung heraus siegreich beendet sein wird, wird es ohnehin keine Ukraine in dieser Form mehr geben. Einen größeren Raum eingenommen hat das aktuell laufende Gipfeltreffen der Außenminister der BRICS-Staaten in Südafrika. Es wurde ausgiebig auch im Detail besprochen, welche politischen und wirtschaftlichen Beziehungen die BRICS-Staaten hier intensivieren wollen. Es wurde auch berichtet, dass sehr viele Staaten, die noch unabhängig sind, weltweit sich jetzt den BRICS-Staaten anschließen wollen. Und die BRICS-Staaten haben inzwischen nicht nur, was die Bevölkerungszahl betrifft, sondern auch bereits, was die Wirtschaftsleistung betrifft, ein größeres Gewicht weltweit als die G7-Staaten, die sich noch immer für den Nabel der Welt halten. Das war Hans-Jörg Müller für Kompakt TV, Roter Platz, Moskau.